in Angora. Du in Bora Bora, check mich aus an der Borderline oder leave me alone. Das ist Anton, ich bin Bennett. Wir sind AB-Syndrom aus Berlin und wir machen experimentelle deutschsprachige Popmusik. Ich in Angora, du in Bora Bora, check mich aus an der Borderline. Also erstmal Beginn der Corona-Krise war für uns, dass wir einen Dreh hatten für Shellöl. Ein Musikvideo haben wir gemacht und wir haben es quasi kurz bevor es richtig losging geschafft, das noch abzudrehen. Und das heißt, wir hatten dann das Material ready und ich konnte dann schneiden, als es so ein bisschen so Richtung Homeoffice ging. Wir verbrennen so schön Shellöl. Und dann haben wir unser Album komplett in den Lockdown rein released. Ja, also am 27. März kam es raus und dann war ja, da war gerade sozusagen, ich glaube, da war eine Woche ungefähr, am 14. März ging so richtig, glaube ich, ging so der Lockdown richtig los, zumindest bei mir persönlich. Und am 27. März war dann unser Record Release, hätte eigentlich auch eine Record Release Show stattfinden sollen, zwei Wochen später hätte die Tour losgehen sollen. Das heißt, wir sind dann quasi von 100 auf 0 runter, zumindest was den direkten Kontakt mit Menschen angeht. Und haben dann unsere Release-Show mit einer kleinen Instagram-Live-Session aus dem Live-Listening-Session aus Bennets Zimmer ersetzt. Also es war schon relativ krass, weil wie gesagt, wir wollten eigentlich mit dem neuen Material nach draußen gehen, wir wollten es den Leuten zeigen. Und persönlich ging das nicht, aber es war irgendwie trotzdem auch eine interessante Stimmung, weil alle irgendwie gerade erst frisch im Lockdown waren und irgendwie auf diese ganze digitale Partizipation irgendwie noch gut angesprochen haben. Ich in Angora, du in Bora Bora, zieh mich aus von der Borderline oder leave me alone. Ich glaube, man kann wirklich, wenn man interessante Bands zur Verfügung hat, ohne Probleme fünf Tage die Woche, fünf Abende zu einer Live-Show gehen, ohne dass man vom Konzept Live-Show gelangweilt wird. Ich glaube, für Livestreams im Internet ist das eher nicht der Fall. Zumindest bei mir persönlich nicht. Also ich habe schon gemerkt, dass ich eigentlich, am Anfang war ich da voll drauf und habe mir alle Sachen angeschaut und fand es mega interessant, die Leute in ihrem eigenen kleinen Setting ja auch immer irgendwie ohne große Inszenierung zu sehen. Aber nach einer gewissen Zeit war ich nicht mehr so, hat es so ein bisschen abgenommen, meine Begeisterung. Es fehlen halt so ein paar Elemente von einem geilen Konzert da dran. Also, dass man einfach irgendwie Musik laut hört, dass man andere Leute wirklich physisch um sich rum spürt und auch so diese Nähe zu den KünstlerInnen, das, ja, das hat man ja halt nur da. So ist das halt irgendwie. Mir ist ehrlich gesagt erstmal so richtig klar geworden, wie sehr ich diese Konzertsituation brauche. Ich habe das eine Zeit lang gar nicht so gerafft, aber als wir letztens mal so ein Konzert mal wieder gespielt haben vor echten Leuten, habe ich gemerkt, dass, wie viel mir das gibt und wenn das gar nicht so in Frage steht, merkt man das gar nicht so sehr. Aber ja, das war, also das ist wirklich, das macht schon was mit einem, so dieses ganz nah. Ja, insofern glaube ich, dass wir. Also das ist sicherlich keine Möglichkeit, unser Live-Spielen mit gestreamten Live-Konzerten zu ersetzen. Das kann auf lange Sicht nicht funktionieren, weil es einfach die ganze Energie ist wirklich eine ganz andere. Insofern glaube ich, eher nicht, dass wir digitaler geworden sind, sondern eher, dass wir gemerkt haben, wie wichtig der analoge Anteil eigentlich ist. Der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Und du hast es im Visier. Also ich sag mal so, wir rechnen nicht damit, dass wir eine Indoor-Tour spielen vorm Sommer 2021, halte ich für sehr unwahrscheinlich. Und ich meine, man darf auch nicht vergessen, wir können ja als Band, wir können uns auf den kreativen Aspekt konzentrieren, wir können Videos machen. Wenn du jetzt ein Booker bist, der eigentlich auch so seine Leidenschaft ist, irgendwelche Konzerte zu veranstalten, die sind jetzt halt zur Zeit damit beschäftigt, den Untergang zu verwalten. Ich glaube, dass viele Hilfen da auch wirklich nicht ankommen. Also wir haben
Ja, wir haben auch gestern irgendwie mit unserem Booker telefoniert und also das war echt traurig. Ja, das müssen wir vielleicht jetzt auch nicht so genau erzählen alles. Nee, aber es war wirklich, also es ist, muss den Leuten, geht's richtig ans Eingemachte und das kriegt man einfach nicht mit. Also. Ja, und es ist halt auch eine, das ist einfach eine auch psychologisch extrem belastende Situation. Nicht nur wirtschaftlich, sondern die machen halt von den ganzen Sachen, die ihren Job und ihre Leidenschaft ausgemacht hat, nichts mehr. Und ich glaube aber, dass diese alternativen Konzepte immer weiter halt aus dem Boden aufpoppen werden. Das ist, glaube ich, schon, da kann man dann schon was machen und das macht auch Bock. Also wir haben dieses Konzert, was wir gespielt haben, war halt in so einem Innenhof und es war ein Sitzkonzert und dann haben irgendwie jeweils 75 Leute sich dann vom ersten zum zweiten Set ausgetauscht und das war richtig geil. Ich meine, wirtschaftlich ist es auch trotzdem schwierig, weil du hast immer die krass reduzierten Kapazitäten und so. Es ist alles nicht einfach und du musst ein richtiges Konzept machen und musst das richtig durchsetzen. Also es ist nicht einfacher geworden, Konzerte zu veranstalten. Man muss ein bisschen Mut haben und wirklich Energie haben, das jetzt gerade irgendwie diesen Konzept aufzustellen, so ein Konzert durchzuziehen. Aber das sind gerade die Leute, glaube ich, die den Wegbereiter sind dann für die Zeit, wenn man in Deutschland wieder rausgehen kann, sagen wir mal ab Mai, dann sind halt die Konzepte ein Stück weit erprobt und dann kann man das mit den neuen Konzepten Open-Air-mäßig durchziehen. Im Winter wird es einfach schwierig werden, fürchte ich. Du kreist mich softer, du teilst mir Love und ich weiß, du hoffst, ich bleibe noch. Was versteht man nochmal unter systemrelevant? Also damit dass das Thema am Laufen bleibt. Ich glaube, wenn man sich die Zufriedenheit und die psychologische Gesundheit der Leute anschaut, wenn man jetzt in der Corona-Krise gleichzeitig noch alle Musikabspielmöglichkeiten und Spotify und alles abgeschaltet hätte, dann würde das sicherlich nochmal ganz anders aussehen, die Geschichte. Ja, das ist doch das eigentlich. Also ich finde, also das ist ja auch das, was Kunst macht. Man braucht das einfach. Also Kunst und Kultur würden jetzt keinen so eine lang andauernde so einen Stellenwert irgendwie in unserer Zivilisation einnehmen, wenn es nicht relevant wäre und wenn man es einfach wegfallen lassen könnte. Ja, man hat schon das Gefühl, die Prioritäten liegen woanders, aber das hat man ja auch immer so ein bisschen. Das kommt, glaube ich, einfach die ganzen prekären Situationen noch viel mehr zutage, die wir sowieso haben. Ja, ich meine, genau, es ist nicht die, es wurde jetzt, also beim allergrößten Teil des Kultursektors wurde auch halt vorher nicht das ganz große Geld verdient und die ganz großen Puffer angelegt oder so. Und dann ist das natürlich vor allem in so einer Situation, wo es jetzt derzeit einfach auch keine echte Aussicht auf Besserung gibt in der näheren Zeit, ist es schwierig auch, dass einfach man kann die Leute zwar länger auf Kurzarbeit halten, aber es müsste sicherlich, damit wirklich unsere Kulturlandschaft nicht sehr viel ärmer aussieht nach der Corona-Krise, müsste sicherlich sehr viel mehr getan werden. Und du kreist mich softer, du teilst mir Love und ich weiß, du